Birgit Schulze, die Tochter einer Schraubendynastie, auf dem Weg nach Jüterbog. Zur Schatzkammer der Oldtimer-Freunde. Zum Ersatzteil-Mekka für alles, was Räder hat. Das Ziel der Fahrt ist Sausewind. Ein Familienunternehmen, bei dem seit 3 Generationen bewahrt und gesammelt wird. Räder, Schrauben, Achsen, Keilriemen, Kabel, Blattfedern, Ersatzteile eben. Das Familienoberhaupt ist Siegfried Schulze. Die beiden Mitarbeiter, die sind schon gekommen, die halten das immer mit der pünktlichen Uhrzeit. Der Seniorchef hat das Heft bis heute in der Hand. Tagtäglich lädt der fast 80-Jährige die Familie samt Anhang an seinen runden Tisch. Hier wird diskutiert, ausgetauscht, verhandelt. Alles im Dienst einer Sache. Dem Unternehmen Sausewind. Immer auf Marktlücke spezialisiert, machte es schon zu DDR-Zeiten Millionen Umsätze und ist bis heute ein Paradies für Schrauber und Automobilverrückte. Begonnen hatte alles mit 2 Brettern und einem Gelenk, dem Kinderroller Sausewind. Not macht erfinderisch. In dieser Nachkriegswerkstatt produzierte der 20-jährige Jungunternehmer Siegfried gemeinsam mit seinem Vater aus Resten die ersten einfachen Roller. Verkaufsschlager in der Mark Brandenburg. Kunden haben uns dann angesprochen und haben gesagt, na, ihr Roller muss doch auch einen Namen haben. Wie nennen Sie ihn denn? Ja, das wussten wir auch nicht, wie wir ihn nennen sollten, haben dann ein bisschen überlegt. Und Vater und ich. Und haben uns dann geeinigt, man sollte ihn Sausewind nennen. Unser Chronist für Jüterbog, Herr Erich Sturteband, den haben wir dann begeistert und haben gesagt, am besten ist er versucht, solch Logo zu erstellen. Und da waren wir dann zu der Idee gekommen, es könnte ein Hase sein. Und ein Hund rennt hinterher und hetzt ihn. Und weil er einen Roller hat, kommt er gut voran. Und im Hintergrund ist die Nikolaikirche von Jüterbog. Das fanden wir gar nicht so schlecht. Damals ein Lückenfüller, heute ein Museumsstück. So ging es mit vielem, was das Unternehmen Sausewind begann. Und das kleine Fahrzeug sollte nur der Anfang der Resteverwertung sein. Sausewind rollerte einer prosperierenden Zukunft entgegen. Eine der seltenen Aufnahmen des jungen Siegfried. Denn meist hatte er die Kamera in der Hand. Heute erinnern ihn seine alten Bilder. Das ist unser altes Haus, so wie wir es 1939 übernommen haben, als mein Vater versucht hat, ein Eigendach über seinen Kopf zu bekommen, wie er es immer formuliert hat. Denn er ist ja 1928 nach Jüterbog gekommen. Und hat mit 800 geliehenen Mark eine Werkstatt, die aufgegeben wurde von einem Schlossermeister, angemietet und hat dort versucht, Fuß zu fassen. Das ist übrigens mein erstes kleines Motorrad und ich als kleiner Knatze daneben. Alles wurde auf Film festgehalten, rund um Familie und Unternehmen. Als die DDR-Betriebe und sogar die Armee alte Fahrzeuge und eingelagerte Ersatzteile loswerden wollten, schlug die Stunde von Siegfried Schulze. Tonne um Tonne luden sie bei ihm ab. Kubikmeter um Kubikmeter baute er an. Lagerhallen entstanden gleich neben dem eigenen Haus. Denn Schulze machte Geld aus Schrott, schloss die Lücken, konnte liefern. Sausewind wurde in der ganzen Republik ein Begriff. Und irgendwann reichte der Umsatz für 2 Familien-Volvos. 2 von ganzen 1000 in der DDR. Nun gehe ich mal rüber in meinen Sortierraum. Labyrinthische Gänge führen durch das Schraubenschlaraffenland. Teile, Teilchen, Eisen, Blech. Hier findet jeder, was er sucht.
Für Moskvitsch oder Wartburg, für Lada oder Simson. Also hier ist eine Doppelstufe. Hoch und runter. Vom Verwahren, vom Sortieren kann der Seniorchef nicht lassen. Sein Motto? Alles wird irgendwann einmal wieder gebraucht. So, und nun schauen Sie sich den Unsinn an, wie wir so etwas bekommen und immer bekommen haben über die Jahre hinweg. Und da kann man natürlich nicht mitarbeiten. Das ist natürlich etwas, was andere nicht machen. Ich kann das einfach so rigoros sagen. Die würden sagen, eine Kiste her, Schrott, umkippen und weg damit. Dann ist das ganze Problem erledigt. Und da wir das nie so gemacht haben, da wir immer jedes Stück ausgemessen haben, bevorratet haben und auch so präsentiert haben, dass der Kunde das annehmen konnte, deshalb waren wir den anderen einen kleinen Schritt voraus. Ein kleiner Schritt mit großer Wirkung. Regal um Regal, Gang um Gang, ein Augenschmaus, nicht nur für Kenner. Sausewind markierte seine Lieferungen. Kunden, soweit die Landkarte reichte. Rot für VEBs, grün für LPGs. Nadeln im Kartenfleisch der DDR. So sahen es damals die staatlichen Organe, denen man zugetragen hatte, dass die privaten Schulzes mit Stecknadeln ihre Verkaufserfolge im Sozialismus markierten. In den Akten der Staatssicherheit findet sich der Verdacht auf Geheimnisverrat. Im Städtchen Jüterbog, Anfang der 50er Jahre. Die DDR war noch jung und die Hoffnungen groß. Im Umzug Bäcker, Müller, alles noch private Unternehmen. Das Handwerk arbeitet für den Aufbau, sagten die Transparente. Und neben der FDJ-Flagge wehte die Deutschlandfahne, damals ohne das DDR-Wappen. Noch dachte man an Wiedervereinigung und Sausewind fand seinen Platz im Sozialismus. Ich habe in dieser Mangelwirtschaft, in der wir ja gelebt haben, da sind sehr viele Möglichkeiten, die wir auch hier in unserer DDR hatten, nicht genutzt worden. Und die Gegenläufebewegung, die haben wir zu der Zeit auch täglich in den Zeitungen gelesen. Unser Generalsekretär, er hat ständig aufgefordert, aus der vorhandenen Materie mehr zu machen. Und alle mögen mithelfen, damit der Bevölkerung die 1000 kleinen Dinge angeboten werden. Erstes Anliegen, Kundenwünsche. Aus jeder Mark, jeder Stunde Arbeitszeit, jedem Gramm Material einen großen Nutzeffekt. Und groß runter die Frage, wer, wenn nicht wir? Und ich fand, ich gehöre zu dem Wir. Zu Sausewind kommen sie aus allen Himmelsrichtungen. Auch dann, wenn Sonderwünsche aus dem Fundus exotischer Fahrzeuge erfüllt werden sollen. Das schwere Motorrad hört auf den schönen russischen Namen Molotow. Und sein Herrchen trägt ihn stolz auf der Brust. Seit rund 20 Jahren kommt dieser Biker in den Laden und immer findet er das, was er braucht. Zündkerzen, ja. Russische, ja. 10 Kilo Ohm und eine Nickel-Cadmium-Batterie 6 Volt. Zündkerzen? Was war das für eine Bezeichnung? 10 Kilo Ohm. Sollten Sie haben. Also diese hier? Jawohl, jawohl, na? Jawohl. Gut. So. Anschlüssen hier, ne? Jawohl. Na denn, das ist ja bald alles zusammen, ne? Richtig, richtig. Ja. Gut. Alles klar. Danke mich. Dankeschön, ja. Tschüssi, jawohl, auch so. Tovarisch Molotow kennt die beste Adresse der Kultschrauberinnung. Ja, also ich war bei der Firma Sausewind hier in Jüterbog und wollte so ein Motorrad erwärmen. Ich habe dann hier eine Adresse bekommen von den Kollegen hier. Ich bin schon seit 1981 hier Kunde, habe mich dorthin gewandt und dann hat es geklappt. Sind 7 Zentner russisches Eisen. Daran geht normalerweise ja nicht kaputt. Aber es sind so diese Kleinteile, ob das Kassenstecker sind, was so Verschleißteile sind. Weil das Motorrad an sich so robust und kraftvoll ist, damit passiert nichts, wenn man fährt wie ein Mensch.